Wir haben jetzt hier noch ein Mundloch entdeckt. Ist aber auch mit Gleisen. Ich lasse mal die Kamera rein. Werden wir sicherlich später nochmal in Angriff nehmen müssen, weil heute regnet es echt wie die Sau. Wir haben jetzt hier noch ein Mundloch entdeckt, aber das werde ich mir mal später anschauen, weil es jetzt einfach zu schmutzig ist und so schlammig. So. Man kann es nämlich auch gut erkennen, da ist eine große Halde, eine Schutthalde, und die hat man schon vom Weg erkannt. Da oben musste auch noch ein Stollen sein. Ja, ist glaube ich zu. Aber den werden wir uns mal anschauen. Aber heute nicht. Man sieht es eh oder man hört es. Es regnet, es regnet. Hunger habe ich auch ein bisschen. Und es war ja nicht weit von zu Hause. Ist ja keine Weltreise. Oh, jetzt regnet es noch richtig. Haben heute echt tolles Wetter erwischt. So. Jetzt gehen wir erst dann wieder zurück. Da drüben hat sich auch ein Loch aufgetan. Ich vermute mal, dass es sich hier um eine Eisenerzregion handelt. Gehandelt hat. Denn jetzt tut sich ja nicht mehr viel. So, sind wir gleich unten. Wir sind wieder mal unterwegs. Ach, jetzt stoße ich schon auf das erste Stollenmundloch da drüben. Aber das ist nicht das, was mich interessiert. Wir sind heute bei strömendem Regen in der Slowakei unterwegs. Und wir haben natürlich hier ein paar Bergwerke zum Anschauen. Liebe Grüße an den Lou. Ich habe es gefunden. So, müssen wir noch ein bisschen berghoch kraxeln. Wahrscheinlich kann ich eh gleich hier lang gehen. So. Und es regnet heute in Strömen. Was haben wir denn hier Schönes? Auch ein Stollen, aber der interessiert uns jetzt weniger. Ich glaube, dass es hier viel mehr Stollen gibt. Wir gehen jetzt hier einfach mal durch den Wald.
Und es regnet immer noch. Und wird nicht weniger. Okay, wir sind jetzt praktisch hier auf der ersten Abraumhalde. Das heißt, im Umkehrschluss, wir müssten gleich auf das Mundloch treffen. Es regnet heute echt in Strömen. Ja, hier links befindet sich das Mundloch. Und da werden wir natürlich gleich mal reinschauen. Hier ist natürlich ein recht großer Verbruch. Oh, doch, da ist das Loch ist offen. Das Stollen. So, so mache ich mich. Jetzt habe ich natürlich so eine tolle Mücke verschluckt. Ich glaube, hier hinten ist ein Blindstollen. Zum Glück habe ich die Schuhe umgezogen. Denn hier ist es doch etwas schlammig. Wir sind jetzt hier in der Slowakei gelandet. So, ich höre schon einen Wasserfall. Also hier muss irgendwo viel Wasser fließen. Wenig wird es nicht sein. Müssen wir mal schauen, ob wir das finden. Ja, hier fließt was. Da. Da geht es eine Sohle tiefer. Coole Sache. Es kann sein, weil es heute regnet, dass hier mehr Wasser da ist. Es ist sehr viel Wasser da. Jetzt muss ich um Eisenstollen handeln. Und hier ist alles überschwommen.
Hier kann man sehen, wie es von oben überall tropft. Hier kann man sehen, wie undicht das Gestein eigentlich ist. Und das geht echt weit rein. So. Überall tropft. Also es tropft ja nicht nur von oben. Es ist ja regelrecht. Es läuft ja. Das sieht man, wie undicht der Berg eigentlich ist. Hier hört es wieder mal auf. Aber es kommt ja sehr viel Wasser hier unten an. Eigentlich muss er mal irgendwo, ja, das sieht ja cool aus, so ein Abbauort kommen. Es gibt überall Kreuzungen. Hier erkennen wir wieder so eine Schüttung. Wo das Material von oben hergekommen ist. Echt Wahnsinn. Das heißt, der eigentliche Abbauort muss ja theoretisch dann da oben sein. Und hier ist der Transportstollen. So. Also das Wasser fließt hier jede Menge. Wir sind praktisch im Transportstollen, wenn man das so sagen darf. So, ich gucke nur noch mal schnell ein Stückchen dahinter. Sind wir voll eingebrochen. Wir davor. Also hier riecht es irgendwie leicht schweflig. Und da wir ja nichts riskieren wollen. Gehen wir wieder auf den Hauptgang. So, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hier drin war, aber es waren doch ein paar Meter. Und ich will nochmal zurückschauen zu dem Wasserfall. Jetzt kommen wir wieder da vorbei, wo
wo es so extrem tropft. Wir gehen jetzt erstmal wieder in Richtung Ausgang. Und ich will noch mal schauen, wo das ganze Wasser hinfließt. Das Platschen unten. Und hier sind praktisch jede Menge solche Gänge. So, und hier kommen praktisch immer wieder so Quergänge. Wir befinden uns praktisch am Transportstollen und hier kann man ganz gut die Versinderung nicht dran riechen. Wir gehen jetzt immer den fließenden Wasser hinterher. Wir wollen praktisch schauen, da muss es praktisch noch eine untere Sohle geben. Wohin das Wasser fließt. Boah, das sind wirklich ein paar hundert Meter, die wir gegangen sind.